Einen wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus an Mink und Sepp und Red Destiny. Wir haben heute mega spät Abend gegessen. Ich bin quasi gerade eben im Abendessen fertig geworden. Gestern haben wir hier Factory Town gespielt. Ich habe heute mal zum ersten Mal einen Stream-Zusammenschnitt gemacht. Erstens gibt es die kompletten Streams ja eh bei Twitch zum Nachgucken und zweitens guckt sich auf YouTube niemand ein 4-Stunden-Video an. Und jetzt habe ich also zum ersten Mal den Stream runtergeladen von gestern und selber zusammengeschnitten. Und aus dem 4-Stunden-Stream ein Onbons. Schönen guten Abend. Schon 8 Monate. Ja, schon 8 Monate. Also habe ich den aus dem 4-Stunden-Stream von gestern habe ich jetzt ein 30-Minuten-Video gemacht. Das andere Problem ist auch vor allem einfach, dass es einfach zeittechnisch Killer ist. Du hast dann halt so eine 4-Stunden-Videodatei in Premiere und willst dann da irgendwie ein 20-30-Minuten-Video draus zusammenschneiden. Das heißt, du musst quasi die 4-Stunden-Stream durchgucken. Und deswegen ist das leider nicht so easy, wie manche sich das vorstellen. Ansonsten fände ich es total cool, wenn ich von jedem Stream irgendwie so eine kleine Zusammenfassung hätte bei YouTube. Wäre ja geil. Dann können die Leute, die den Stream verpasst haben und nicht komplett nachgucken wollen, können ein bisschen bei YouTube gucken. Ich habe auf YouTube auch ein bisschen was, dass es nicht so inaktiv ist. Und es gibt ja auch viele Spiele, die wir gemacht haben, wo die Leute bei YouTube auch Bock drauf hätten, dass sie mal reingucken. Sei es jetzt Satisfactory oder vielleicht gestern das. Aber das ist halt einfach auch zeittechnisch Killer. Die haben alle irgendwelche Cutter, die das machen. Wobei man ja sagen muss, bei 4 Stunden Stream, 30 Minuten ist ja schon sehr viel rausgeschnitten. Aber ich habe relativ viel reingeschnitten, einfach weil ich ja auch den Leuten ein bisschen was vom Spiel zeigen wollte. Huch, wieso ist denn das Spiel da oben, hör mal? Kommst du wohl her? So, das ist natürlich schon mal Premium-Grube hier. Einer hat sich direkt davon gemacht, der denkt sich so, nope. Ja, erste Runde ist immer ein bisschen warm werden, ne? So, die Triple Take nehmen wir schon mal. Die wollte er auch haben. Jetzt lässt er sie doch wieder fallen, hier die Scout. Ganz dicke Gratulation an Barca zu Diamant. Gibt's nicht viele von? Oh, ein Spuckfeuer, hör mal. Da schnappt sich natürlich auch direkt einer. Ich habe auch kurz überlegt, aber... Go, 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 guys. Go, 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 guys. Rasch, Bibliat. Der ist motiviert, Kollege. Der Kollege ist motiviert, Mann. Huch, auf wen schießen wir? Ach, da. Ja, okay, der da oben denkt sich so. So, die machen das schon. Ich muss mal erstmal hier ein bisschen reinkommen und warm werden. Freust du dich schon auf Anno? Ah ja, so ein bisschen, ne? Für zwischendurch, wenn man jetzt gerade irgendwie Langeweile hat, spielt man halt ein Ründchen Anno so, ja. Aber, aha, Energiemunition, Rucksack, nehmen wir mit. Ich habe übrigens passend zu Apex, habe ich einen Topf Salz auf dem Schreibtisch stehen. Wir hatten japanisches Curry und da war irgendwie ein bisschen wenig Salz dran, deswegen habe ich Salz stehen. Passt aber zu Apex, Mann. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss euch was beichten. Weiß ich nicht, ob ich euch das beichten kann. Vielleicht ist es mir auch zu peinlich. Muss ich mir noch überlegen. Oh. Oh. Schönen guten Tag, schöne Frau. So, was macht ihr denn jetzt da, Jungs? Das ist ein Köder. Auf den schießen wir nicht, da bin ich klug genug. Ha! Halt ich noch. Eieieiei. Wo war... Macintosh, schönen guten Abend. Grüezi. Na? Ich glaube, die holen mich sogar. Oh krass, richtig süß. Ich M15 beichte, dass ich auf Karo stehe. Süß. Ja, M18 beichte, dass ich heute... Der ist 15 und hat eine Freundin. Nee, Moment. Du musst lesen, was er schreibt. Er sagt nur, er steht auf Karo. Nix Freundin. Friendzone. Aber das wird noch. Der auch krass ist ein Süßer. Karo wird noch zur Besinnung kommen. So, das wird jetzt ein bisschen eng mit der Zone. Oh Gott. Ja, das wird echt ein bisschen eng. Vor allem, weil ich kein Heal hab. Ah, die machen schon einen auf Teamplay. Guck mal, die haben mich wiederbelebt. Lassen wir hier Spritzen liegen, damit ich es überlebe. Nein, so schlimm ist es auch nicht eigentlich. Aber wenn man mir das vor einer Woche erzählt hätte, hätte ich mich vor mir selber ein bisschen geekelt, glaube ich. So, das sollten wir eigentlich noch überleben. So, Jungs, ich hab's geschafft. Ich glaube, wir schießen schon wieder, ne? Auf wen schießen wir? Auf wen schießen wir, Jungs? Boah, die ersten Schüsse gingen ja mal komplett daneben. Oh, jetzt hat der mir hier alles Lila weggenommen, da.
Da war schön lilaner Rucksack, lilaner Helm und alles. Problem ist nur, wir haben hier so viele Gegner um uns rum. Ah ja, könnten wir auch mal Schaden machen, danke. Der 120er hat gesessen. Hör mal, die nehmen mir alle vor der Nase die Sachen weg. Aber ohne Witz jetzt. Der Schuss hat gesessen. Der davor, die davor waren alle ein bisschen mager, aber der letzte hat gesessen mit 120 oder so. So, jetzt können wir mal gucken, was wir hier ein bisschen wegschmeißen. Nee, ich kann's euch ja beichten, was soll. Also, ist eigentlich nicht so schlimm, aber wie gesagt, wenn ich's mir vor einer Woche erzählt hätte, hätte ich mich vor mir selber geekelt. Ich habe heute Offstream. Hallo Spiel? Was war das jetzt schon wieder? Ich habe heute Offstream freiwillig eine Runde War Thunder gespielt. Aber sag das nicht dem Tyson weiter, du. Go, go, go. Artillery. In my portal. Was will er? Toll, der hat gar nichts dabei. Hey, was ist hier los, Mann? Es sterben überall einfach Gegner. Ich weiß gar nicht, was mein Team da eigentlich genau macht. Und irgendwie, es sind auch nur noch drei Teams, Mann. Die Runde ist eigentlich zum Warmwerden gedacht. Und irgendwie ist hier, weiß nicht, mein Team killt hier einen nach dem anderen weg. Und jetzt gleich haben wir wahrscheinlich gewonnen. Jungs, was ist der Plan? Just kill, man. Was will er denn? Diesen übelst. By using Q. Check the area, please. Scanning the area. What? Let's go. No check, one enemy. Check the area, please. Am besten nochmal auf Russisch wiederholen, bitte. Vielleicht verstehe ich's dann. Wenn wir so in den finalen Kampf gehen, ich habe ein Magazin in der Spitfire, dadurch, dass ich wiederbelebt werden musste. Oh. Ja, Jungs, ich komme sofort. Ah, jetzt kommt die Zone hier so mies, ne? Ich schmeiß mir mal schnell ein Medikit rein. Ich hoffe, die Zone hält das. So, jetzt habe ich den einen genockt. Bin dafür aber gestorben, weil ich in der Zone bleiben musste. Aber ich habe den einen zumindest down genockt. Das war ein bisschen chaotisch da mit der Zone, aber... Weißt du, er will mich unbedingt finishen! Ehrenteam. Die Jungs sind gut, Mann. Die wissen, was sie machen. So, es ist auch nur noch ein Team. Die Runde war reinstes Chaos, aber im Endeffekt sind wir jetzt in den letzten zwei Teams hier. Eigentlich kann man das gewinnen. Jungs, was ist der Plan? Ja, die haben sich da hinten versteckt. Okay, der eine ist, glaube ich, knocked. Ja, sollten wir doch gewinnen können. Ja, ja, okay. Ja, easy Runde, Mann. Easy win. Weißt du, es war total die chaotische Runde zum Warmwerden, aber kann man auch mal mit dem Sieg starten, warum nicht? Ich glaube, ich wurde auch relativ gecarried. Die haben mich wiederbelebt, ich habe keinen Schaden gemacht. Oder? Doch. Oh, 700 Damage. Bisschen chaotisch, aber so kann man starten. Ach, guck mal hier. Champion Squad, ne? Presented by Valle Gaming. Wie es sich gehört. Jungs, Grube. Meins? Jungs. Mosambik hier. Jetzt noch ein Schädelknacker und ein bisschen die richtigen... Ah, guck mal, Helm. Ein bisschen die richtigen Upgrades und dann läuft der Hase. Hier, Muni. Rucksack. Muni, einfach mal mitnehmen, wer weiß. Oh, war das etwa ein... Oh, das war ein episches Magazin für die R99. Das schmeckt aber. Nicht jetzt sterben, Jungs. Okay, der eine ist rechts weggelaufen. Ah! Gott, der Aim! Also der nicht vorhandene Aim. Reloading.
ist doch schlimm. Ich habe halt nur noch die Longbow. Ja, du bist ein toller Hengst. Ich sehe dich nicht da in der Sonne, Mann. Ach, so eine Scheiße mit dem Sniper da. Mann! Also Steve muss noch an seinem Schaden arbeiten. Was für Supply Ship over there? Willst du da drauf springen oder was? Ja, das war eine schnelle Runde. Also der Kopf von dem Kollegen ist aber richtig zerplatzt gerade, ey. Ich muss da weg, Mann. Mann, hier sind überall Gegner, warum sind wir hier rausgesprungen? Und mein Team ist sonst wo. Boah, die Prowler. Er war komplett überfordert mit der Gesamtsituation, der Kollege. Aber meine ganzen... Ja, ist ja gut. Meine ganzen Munis waren leer. So, sammel mal in Ruhe dein Loot und dann kannst du vielleicht meinen Banner holen. Achso, habt ihr schon. Und dann könnt ihr den vielleicht zum Sender bringen. Das wäre echt Knorke, muss ich sagen. Ohne jetzt nerven zu wollen, aber da hinten ist so ein Ding. Ganz in eurer Nähe. Ey, guck mal, aber eben bei der Runde, ja, da wurde ich auch von meinen Teammates wiederbelebt. Und die Runde haben wir gewonnen. Oh, jetzt sind meine Teammates down. Wenn ihr jetzt beide sterben geht, ne, dann ist... Ich habe kein Equipment, um euch da zu rächen, Mann. Das war's mit der Runde, glaube ich. Wenn die da jetzt beide sterben gegangen sind... Oh, aber dem Rechten, guck mal, ich habe dem Rechten doch locker 47, 57, 91 oder was waren jetzt die Damage-Zahlen? Für so eine kurze Runde, wir sind gerade mal Platz 9, 915 Damage. Kann man mit arbeiten, ne? So. Was, der geht nicht Grube? Fliegt der jetzt aufs Schiff oder? Hallo, warum? Ey, was hat der denn gemacht? You fucking noob cancer shit, kid. Ah, der Voice-Chat. Ah, beste Reaktion. Bye bye. Ehre! Mit der Alternator! Man muss aber sagen, die Waffe, also klar, es ist eine Anfangswaffe, aber die ist nicht schlecht. Man kann mit der Alternator durchaus Kills machen. Ah! Ich hänge fest! Oh, die Granate! Oh, diese Waffe ist so schlecht, Mann! Die letzten Runden immer nur schlechte Erfahrungen mit der Longbow gehabt, Mann. In Frankfurt war ich ja jetzt auch erst neulich. Ja, mit dem tschechischen Reisebus. Hat super funktioniert. Kann ich sehr empfehlen, den tschechischen Organreisebus. Ich habe heute auf meinem Handy so eine Meldung gehabt. Von Google selber. Avengers Endgame Trailer jetzt ansehen. So, das ist doch legit. Das ist doch einfach Werbung. Von Google selber. Als Android-Push-Benachrichtigung. Seit wann macht Google das denn? Dürfen die das? Einfach so? Dass Google als Push-Benachrichtigung irgendwelche Werbungen schickt? Und wenn ja, wüsste ich gerne mal, was die dafür bezahlt haben. Hey, heute trifft aber auch nix, ne? Heute trifft aber auch nix. So, zwei haben wir down. Einer lebt ja noch, Jungs. Hallo, einer lebt noch. Da gehen die da looten. Ne, Havoc, habe ich einen Turbolader? Nein, habe ich nicht. Wenn ihr generell mal Bock hättet, auch auf ein Ründchen Apex mit mir, ne, gerne mich hinzufügen bei Origin. Ich nehme da regelmäßig dann die Anfragen an und wenn ich mal wieder Mitspieler suche und sehe, dass irgendwer online ist, der ein bisschen was kann, lade ich gerne ein. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem, mit der Stream-Zusammenfassung von gestern, das kommt morgen auf YouTube, wie das dann ankommt. Weil wenn das keine Sau interessiert, weißt du, dann kann man sich die Arbeit auf jeden Fall sparen.
Aber ich will das mal ausprobieren, ab und zu mal einen Stream vielleicht zusammenzuschneiden. Das ist halt schon relativ viel Aufwand und insofern bringt das natürlich nichts, wenn es dann niemand interessiert. Dann kann man sich das sparen. Aber je nachdem, wenn da Interesse ist, würde ich das vielleicht öfter mal machen. Dieses Spiel. Huntercraft. Schönen guten Abend. Dankeschön für deinen Prime-Sub, Mann. Abgesehen von den schlimmen Runden ist das noch das Schlimmste an diesem Spiel momentan, ne? Und das ist jetzt wirklich schon eine Weile draußen, das Spiel. Also langsam sollten sie es wirklich mal gefixt kriegen, Mann. Oh, oh, Jungs, Rubel. Okay. Ah, siehste, er weiß, was Sache ist. Hallo, raus! Er fliegt einfach an der Grube vorbei. Mann! Habe ich nicht gerade gesagt, es gibt ein paar Gebiete, wo man nicht landen will? Artillerie, Schädelstadt, Luftwaffenbasis willst du eigentlich auch nicht landen. Da ist auch mal alles voll mit Gegnern. Ich sag euch, Grube ist ein super Spawn. Bunker kann man gut machen, Kaskaden kann man gut machen. Markt geht auch gut, da ist aber auch manchmal viel los. Huch, oh. Ach, wir landen auf dem Schiff. Sag doch was. Hab ich hier gar nicht mitbekommen. So, Schiff haben wir schon mal leergeräumt, das ist gut. Dann können wir das mal eben nachladen hier. Ich mag Spawns, wo man ganz guten Loot hat, wo manchmal auch Gegner sind, aber wo man sich ganz gut vorbereiten kann und am Ende dann halt einen schönen Fight hat. Und da ist zum Beispiel Grube eigentlich immer ganz nice. Manchmal ist da jemand, aber man kriegt eigentlich immer guten Loot. Backpack hier. Level 1. Mosambik hier. Von hinten jetzt auch noch. Haben wir aber schön aufgeräumt da. Kann man nichts gegen sagen. Jagdinstinkt angemacht. Da war Gott sei Dank alles zugesmoked, was natürlich für mich dann mega nice ist. Da habe ich ja mega den Vorteil im Smoke. Die sehen mich nicht. Yo, he's level 4. 4. He's level 4. Genau! So, wir beleben den mal wieder. Oh, ich habe 5 Kills. Gar nicht mal so schlecht. Kann man drauf aufbauen. Schönen guten Abend, Mihawk. Suchst du noch entspannte und gute Leute? Generell auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, add mich einfach mal bei Origin. Gibst du einfach Ausrufezeichen Origin ein. Und dann sollten wir vielleicht langsam mal in die Zone gehen. Da hast du den Pflichtsieg des Tages, hast du dann schon geholt. Alles andere ist extra quasi. Ist halt immer schade, wenn man einen kompletten Gaming-Abend macht mit ein paar Runden und dann gar keinen Win holt. Das ist immer irgendwie so, boah. Also ich meine, man hat ja auch oft mal eine schöne Runde, die dann halt nicht als Sieg endet, wo du halt einfach ein paar Kills machst und am Ende irgendwie in den Top 3 warst oder so. Ist ja auch schön, es muss ja nicht immer ein Sieg werden, aber an sich spielt man ja schon auf den Sieg so, man will halt schon gewinnen, ne? Yo, hier, Jungs! Mosambik hier. I need it, sagt er. So, wenn ihr Schüsse hört, sagt Bescheid. Ah ja, Schüsse. Es gibt nämlich nur noch 2 Teams. Aber wenn die da kämpfen, können wir gucken, ob wir da die Vorräte kriegen hier. Vielleicht ist da ja eine Kraber oder Mastiff drin. Graue und blaue Rüstung hier am Start. Nein, bitte schön. Jetzt fängt er an zu reden auf einmal. Calling upon nature's strength. Hat er? Sehr gut. Aber es lebt ja noch ein Team. Guck mal, er geht erstmal looten. Ich verstehe es gerade noch nicht so ganz, was abgeht. Ist auf jeden Fall nur noch ein Team am Leben, aber... Ehre. Good job. GG, my friend. You are the Apex Champions.
Ah, 6 Kills. Guck mal, der Typ, Mann. Guck mal, einen Kill, 68 Schaden, so, ja, weißt du, der kriegt eine Teilnehmerurkunde. Aber hier der Potato war eigentlich echt ein ganz guter Typ, muss ich sagen. Haben wir schön gemacht hier. Massive ist eine richtig geile Waffe. Du hast immer mal Runden, wo du einfach direkt stirbst, die nicht laufen. Du hast Runden, wo das Spiel crasht. Und ab und zu hast du halt mal einen Win. Außer du heißt Shroud, dann gewinnst du einfach jede Runde. Oh, oh, Gegner. Ah, ah, Jungs, ich werd verfolgt. They're chasing me, guys, help. Siehste? Ich sag doch, da sind welche. Eieiei. Knallt aber die Prowler, ne? Mit Magazinerwaderung und Vollauto. Der wusste gar nicht, was abgeht, Mann. Ah. Jungs, ich mach das schon, komm. Ratatatatatata. Ratatatatatata. Hi. Also die Prowler hat sich gerade richtig, richtig lecker angeschmeckt hier, du, angefühlt. Brr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 r